So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von mir und das ist der Bastian. Jo, Leute, ich habe jetzt den Entschluss gefasst, dass ich mit all ein paar Items sammeln gehe für den Ankh Shield. Und dafür brauche ich den Ankh Anhänger und dafür brauche ich noch jede Menge Sachen. So. Und ich werde die Sachen jetzt erstmal alle hier aus der Kiste rausnehmen. Und dann zusammen in eine Kiste reinpacken. So. So. Okay. So, die Kiste hier, die wird jetzt einfach erstmal dafür genutzt. Gut. Ah, jetzt habe ich das auch mal so gemacht. So. Okay, das ist meine Ausrüstung auf jeden Fall. Ich finde mal, das ist gut. Ja. Okay. Und damit ich jetzt dafür auch jeder mal hier Items bekomme, muss ich mir noch einen Ort suchen, wo ich farmen gehe. So, zuerst einmal bräuchte ich eine Wüste. Eine Pixie-Wüste. Da könnte ich eigentlich eine Pixie-Wüste draus machen. Das mache ich einfach. Ich fange dann hier an, ein bisschen Pixie zu verstreuen und dann gehe ich bis hier hinten hin. Möchte allerdings die Samen dafür finden. Und dann kann ich auch in den Tempel da ein wenig farmen gehen. Ja, ich glaube, das mache ich auch noch. So, jetzt muss ich etwas suchen. Jetzt muss ich ein bisschen suchen hier. Und davon nehme ich mir zwei mit. Hier lege ich die Sachen mal noch rein. Das und das. Da war doch auch noch irgendwas. Okay, mal schauen. Das sind Tagesbonsame. Das ist verderbte Sonne. Wasserblattsamen. Ich habe ziemlich von allem Samen hier. Scheint nicht so zu sein. Naja, dann gehe ich mal zu meiner Verkäuferin da hinschauen. Und dann baue ich damit vielleicht noch was. Kann ich dich erreichen? Hallo? Hallo? Muss ich auch mal extra reingehen. Krasssaat. Gesegnete Saat. Hier. Oh. Oh gut, das kann ich ja dann gleich verkaufen. So. Das sollte mehr als ausreichen. Ja, ich denke, ich fange auch demnächst noch an, ein paar neue Zauberbücher zu machen.
Gibt es nämlich auch noch das eine oder andere, was ich hier stellen kann. Dafür muss ich allerdings mal schauen, wie die nochmal gemacht werden. So eins mit Schauer. Schießt man wirklich mit so einem goldenen Wasserstrahl. Ja. Was ich hauptsächlich brauche, das ist NASA und was war das andere nochmal? Fast Clock. Beides kriege ich da hinten eventuell in der Wüste. Oder nee, eines von beiden auf jeden Fall schon mal. Bei dem anderen bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Ja, könnte auf jeden Fall etwas dauern, bis ich das ganze Zeug zusammen habe. Ich könnte allerdings hier auch bei den Pixies einfach farmen, aber dahin habe ich halt mehr Viecher. Wie war das? Genau, da hinten wollte ich anfangen damit. Das heißt, es verbreitet sich dann hier oben drüber erstmal. Und das kann man das dumme Teil da gar nicht mehr annehmen. Ah, das wird hier aufgehalten davon, okay. Super, das macht Sinn. Überall so ein bisschen was reingepresst. Voilà. So. Ja, mit den Kürbissen, da kann ich ja auch noch etwas machen. Muss ich auch mal probieren. Kann man nämlich noch ein Event starten. Das geht dann bei am Abend meist. So war ich weiß. Okay. Ich muss das hier hin. Ja, komm mal her. Komm her. So. Dann geht's weiter.
ein bisschen Arbeit. Ach, jetzt habe ich schon keine Samen mehr. Ja, dann gehe ich halt jetzt unten rein. In die Dungeon hier. So, mal überlegen. Ich glaube, ich muss in diesen Bereich hier kommen. Weil da dann die richtigen Viecher kommen, die ich benötige. Für meinen Schlachtplan. Ich grab mich jetzt einfach mal hier so runter, damit ich den Schnellweg bis unten hin habe. Ich muss sagen, es gibt einen Gegenstand, den hätte ich jetzt echt gerne. Und zwar den Teleportationsstab. Dem kann ich mich hier einfach so durch die Wand durchbasteln hier, ne? So gut. Ich könnte ihn ja von meiner anderen Welt rübernehmen, aber. Nee, das will ich nicht machen. Das wäre auch ein bisschen kacke. Noch weg und dann geht's hier runter. So. Ziege, die kann ich auch nicht einfach so wegspringen. Das ist aber irgendwie gut. Ja, ich sehe schon, da unten sind ein paar Viecher. Ja. Warte mal, Moment. Ja doch, komm, ich gehe noch etwas tief, aber jetzt gehe ich hier einfach durch das hier durch. Ja, hier habe ich ja schon ein bisschen so was gemacht. Das ist ja gut. Das ist ja geil. Das ist so. Das ist die Frage. Komm, ich geh da unten hin. Da scheint viel los zu sein. Die Spinnen zwar, aber hier gibt es auch noch was, das ich einsammeln kann und das mir dann hilft, ranzukommen. Dann fahre ich mich hier eben mal kurz runter. Kaum ist man hier drin, schon tauchen überall diese Spinnen auf. Sogar da drinnen. Hey, da oben ist sogar eine. Nee, oder? Nicht euer Ernst. Yeah.
Das ist interessant. Komm, den probiere ich jetzt. Der braucht aber viel Magie, glaube ich. Scheiße. Ich glaube, hier hinten richte ich mir ein kleines Häuschen ein. Und, ja. Ich muss jetzt wieder reisen. Was soll's. Dann lege ich hier hinten auch noch ein paar Sachen ab. Aber diesen einen Stab könnte ich echt gut gebrauchen. Den könnte ich hier einfach so rein. So, plupp, bin ich da drin. Ich weiß allerdings auch jetzt nicht mehr, wie man den bekommt. Das ist halt etwas blöde. Aber was soll's. So, jetzt fange ich hier mal mit Schnellstapeln an. Und nachher packe ich dann oben also in die Rumpelkiste, was noch übrig ist und ich nicht benötige. So. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, womit oder wohin mit manchen Sachen, werde ich jetzt einfach mal hier die Sachen da reinpacken. Oh, hier ist es schon gut voll. Komm, das hier wird die zusätzliche Grümpelkiste. So. Ich denke, den werde ich nicht weiter nutzen, weil der braucht viel mehr und ist auch scheiß langsam. Ich sage jetzt nicht, dass er nutzlos ist, aber ja, er ist halt nicht gerade das, was ich für eine gute Waffe halte. Aus meiner Sicht jedenfalls. Komm. Hier nehme ich mal ein paar Sachen mit. Was war noch? Hier, das nehme ich noch mit. Und dann versuche ich nochmal die Dings zu craften. Ich nehme hier einfach so ein paar von denen mit. Und erstmal alle. Weil ich halt nicht weiß. Ja! Das war's hier. Seele der Macht benötigt ist. Gut. So, jetzt ordne ich das noch ein bisschen in Farben nach. Super. Das packe ich dahin. Ach so, stimmt ja. So. Und jetzt könnte ich Silberkugeln gebrauchen, wenn ich die schon gelegentlich mal nutzen werde. Ich pack die einfach mal dahin. Oh, bevor ich das jetzt schon wieder vergesse. Ich mache hier auch immer meinen Spawn. Ich nehme hier dann. Ja, das sollte reichen. Dann auch hier. So. Und noch zwei Kisten. Damit ich da hinten nicht ganz so alleine bin, ne? Man muss ja ein bisschen vorbereitet sein. So, Leute, und der Party ist auch mittlerweile schon wieder zu Ende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!